Ciao ragazzi, servus Freunde von Mi Piace. Wir sind heute mit einem neuen Baby unterwegs, mit der Piaggio Beverly 400 HPE, einem neuen Modell, einem komplett neuen Modell, weil die Beverly in diesem Jahrgang komplett überarbeitet wurde. Der neue Motor ist ein 400er, ein 399 Kubikzentimeter Motor mit 37,7 Newtonmeter Drehmoment, also wesentlich mehr Drehmoment und 35,3 PS Leistung. Das Chassis dieser Piaggio Beverly 400 ist zwar baugleich mit der 300er, es gibt allerdings doch einige Unterschiede. So ist die Bereifung an diesem Modell fetter. 16 Zöller vorne, 14 Zöller hinten, 120 70er vorne und 150er Schlapfen hinten. Einfach deswegen, weil hier mehr Leistung und mehr Speed zu verarbeiten ist als beim 300er Modell. Die 400er ist im Vergleich zur 300er nur rund 10 Kilo schwerer. Es ist also kaum ein Gewichtsunterschied, allerdings 10 PS mehr Leistung, die sich vor allem, und das ist vielleicht eine der Kernaussagen, vor allem Überland auszahlt. Ich bin heuer schon in einem Test, und ihr könnt sie nachlesen auf unserer Webpage, die 300er gefahren, mit der ich super happy war. Vor allem ein Modell, das für die Stadt interessant ist, mit einem Topspeed von rund 120 und einem sanft laufenden Motor, wohingegen der Motor der 400er hier wesentlich sportlicher ist. Er läuft rauer als der Motor der 300er. Man hat viel mehr das Gefühl, einem Motorrad nahe zu sein. Und Piaggio sagt ja auch über die Beverly, dass dieses Modell ein Crossover-Modell ist. Also über Land kann man die Beverly zum Beispiel mit einer Vespa 300 nicht mehr wirklich vergleichen. Erstens einmal ist der Durchzug in höheren Geschwindigkeitsbereichen ab 70, 80 wesentlich besser. Auch wesentlich besser, muss man sagen, als bei der Beverly 300. Und dann geht es natürlich weiter, dann geht es weiter auf, was haben wir am Tacho stehen, haben wir 144, aber sie wird Tacho ungefähr gehen, würde ich sagen 152, 153 km/h. Das heißt, dieses Gerät ist absolut autobahntauglich. Und das ist dann auch das große Argument, zur 400er zu greifen und nicht zur 300er, weil man sich eigentlich wesentlich souveräner und sicherer auf Autobahnen und Bundesstraßen fliegt. Man kann überholen, man hat wirklich leichtes Spiel im Verkehr, und dieses leichte Spiel und die höhere Leistung geben mir zumindest einfach wesentlich mehr Sicherheit. Man quält sich nicht durch die Überholvorgänge, man dreht einmal am Gas und man ist vorbei mit einem stabilen, sicheren Gefühl, letztendlich irgendwie auch eines Motorrads. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen 300er und 400er ist das serienmäßige Windschild der 400er. Connectivity ist an diesem Modell natürlich auch gegeben. Das heißt, ich kann mit Bluetooth mein Mobiltelefon mit der Instrumenteneinheit und letztendlich mit der ganzen Beverly vernetzen. Ebenfalls neu bei der 400er Beverly ist das Keyless Go System, das heißt, man braucht keinen Schlüssel mehr in den Roller hineinstecken. Der Schlüssel ist im Hosensack, und durch einen einfachen Dreh an diesem Schalter hier kann ich das Motorrad dann in Betrieb setzen. Ein nettes Feature, für mich ein wenig ein Gimmick. Ich mag es weder bei Autos noch bei Motorrädern. Am liebsten stecke ich irgendwo den Schlüssel rein. Fernzubedienen ist weiters der Tankdeckel. Er geht auf, man braucht keinen Schlüssel mehr, um den Tank zu entriegeln. Der Tank, wie man sieht, liegt zentral und sehr tief im Chassis des Rollers, was natürlich das Handling des Rollers verbessert, weil das Gewicht des Sprits sehr tief unten liegt. Weiters können wir an diesem Roller die Sitzbank fernentriegeln, und la voilà, ein wunderbarer, riesiger Stauraum.
Wir werden auch irgendwie über die Preise reden müssen. Ja. Die 400er, so wie sie da steht, kostet 6,899. Die 300er hingegen kostet 5,399. Das heißt, sie ist rund 1500 Euro billiger. Da stellt sich natürlich die Frage, zahlen sich die 100 Kubikzentimeter um diesen Preis aus? Dazu ist Folgendes zu sagen, die 300er ist wirklich extrem aggressiv eingepreist und ist ein super Deal für Leute, die vornehmlich in der Stadt fahren und nicht sehr viel Überland. Wenn jemand aber weitere Strecken, vor allem auf der Autobahn, zum Beispiel nach Wien hineinpendelt, im Speckgürtel lebt, dann würde ich sagen, dass sich der Aufpreis sehr wohl rechnet, einfach deswegen, weil die höhere Leistung dem Rider auf der Autobahn ein erhöhtes Maß an Sicherheit gibt. Mehr Spielraum, mehr Flexibilität, mehr Speed, mehr Überholkomfort. Das heißt, obwohl die beiden Modelle eigentlich komplett gleich ausschauen, bis halt auf die Scheibe und die etwas unterschiedliche Bereifung, handelt es sich bei der 400er um ein doch anderes Fahrzeug, einen Mittelgewichtsroller mit doch schon erheblicher Leistung, ein sportlicher Roller, ein Roller, der auch durch den rauen Lauf des oder rauer Rennlauf des Motors sozusagen schon ein gewisses sportliches Feeling rüberbringt. Kongenial das sportliche, ausgewogene Fahrwerk der Beverly 400, das sie zu einem idealen Touringbike macht. Final gesagt, mir macht die Beverly 400 HPE enorm viel Spaß. Wir sind heute schon 4 Stunden durch Niederösterreich gebrannt. Es ist ein sportlicher Mittelgewichtsroller, der vielleicht für ambitioniertere Rider gemacht ist.